Zur gleichen Zeit auf der Wache. Gefühlt muss ich mittlerweile auch jede Woche einmal zu Gericht. Es wird nicht weniger. Wie sieht er denn aus? Stürzt das Paket mit Pferdescheiße. Ja. Guten Morgen. Hallo. Grüß Sie. Ich würde gerne Anzeige aufgeben. Und zwar habe ich dieses Paket erhalten. Ja. Und auch noch SMS. Ja, natürlich alles anonym. Aber wurden Sie bedroht oder jetzt, bevor wir jetzt... Was ist mit dem Paket? Also, da sind Pferdeäpfel drin. Okay. Und wieso sind Sie hier? Du bist scheiße, dass wir es noch richtig spüren bekommen. Und wieso sind Sie dann hier? Nur weil da jetzt Pferde... Nee, ich habe auch diese SMS gekriegt vor ein paar Wochen und... Du bist scheiße, das wirst du noch richtig zu spüren bekommen. Okay. Und dann kam jetzt halt heute das Paket noch und wer weiß, was sonst noch kommt. Mhm. Verstehe. Ich guck mir das mal kurz an. Ist da jetzt Scheiße drin? Ja. Ach nö. Viel Spaß. Sehr gut. Boah. Da ist auch Blut? Ja, deswegen, also ich finde das ein bisschen... beunruhigend. Also wenn es jetzt nur das Paket gewesen wäre, okay. Ja, aber das hatte ich nämlich erst angenommen. Das wäre ja ein bisschen... Das ist vielleicht ein kleiner Streich oder so, man weiß es ja nicht. Aber jetzt auch noch die SMS vorher und... Wie ist es denn? Haben Sie irgendwie derzeit Streit mit jemandem? Nee, also wir haben halt heute Morgen dann schon mal drüber gesprochen und... Sie sind wer? Ich bin der Felix. Felix Adam, Ihr Freund. Ach so, okay. Genau. Partnerschaft, verstehe. Frau Yildiz ist bei uns auf der Wache erschienen, wollte eine Anzeige erstatten, hat ein Paket erstmal präsentiert, wo Pferdekot drin war. Ist jetzt nicht unbedingt relevant für uns als Polizei. Als ich das Paket aufgemacht habe, habe ich aber Blutspuren gesehen. Und da war natürlich schon die Frage, stammt das von einem Menschen, von einem Tier, steckt eine Straftat dahinter oder braucht jemand Hilfe? Und deswegen haben wir uns der Sache natürlich schon erstmal angenommen. Okay, also noch mal ganz kurz zu der Nachricht, die Sie bekommen haben. Hatten Sie mit irgendjemandem in der letzten Zeit Streit, wo Sie sagen, ja, das könnte irgendwie hinkommen, dass Ihnen da jemand was Böses möchte? Vielleicht in Verbindung mit einem Pferd? Weiß ich nicht. Ja, also der Einzige, der uns eingefallen ist, ist Mario. Ja, mit dem hatte ich mal was und habe das aber schnell beendet, weil er hat eine Freundin und das wollte ich nicht. Und ja, als ich es beendet habe, war er schon sehr gekränkt und... Okay, verstehe. Ja, er war sehr gekränkt. Wie hat sich das geäußert? Ja, er war schon sehr wütend und enttäuscht, dass ich jetzt einfach die Beziehung beende. Affäre ja eher, ne? Ja. Und Sie irgendwie was mitbekommen? Das ist da. Manchmal hat man als Partner ja noch mal einen anderen Blickwinkel. Mario und ich kennen uns halt so aus dem Mittelalterforum. Ich nehme mal an, deswegen auch die Pferdeäpfel, weil passt halt irgendwie so Mittelalter und Pferde und so. Ich denke mal, also passt schon irgendwo alles zusammen. Also ich habe jetzt natürlich nicht allzu viele Anhaltspunkte, um einen Täter zu ermitteln. Deswegen frage ich auch so genau nach. Ich kann natürlich gerne mal mit Ihrer Ex-Liebschaft sprechen. Wobei, Paul, was sagst du? Ich weiß nicht, wie viel Gewichtung das hier jetzt alles noch bekommt. Aber da jetzt vielleicht doch erstmal ich eine Gefahr da auch irgendwie abwenden will, mal Fingerabdrücke von dem Paket nehmen? Aber was oder? Schade ja nicht, ne? Ich meine, hier ist ja so eine Sendungsverfolgung. Ja. Vielleicht. Du kannst ein Paket machen. Da kriegst du bestimmt was raus. Ich guck mal. Ich danke dir. Okay, also, dann noch mal kurz zurück zu Ihnen. Mario habe ich mir aufgeschrieben, der war nicht so begeistert. Ist noch irgendetwas, wo Sie sagen, ja, das... Da gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, da habe ich mich gestritten, da ist jemand nicht so gut auf mich zu sprechen. Also, oder was Ihnen Sorge bereitet, ich weiß es ja nicht. Also für mich ist es noch schwierig. Ja, ich habe Mario Dessous-Fotos geschickt. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass er die irgendwie meinem Arbeitgeber zukommen lässt oder wer weiß, wo ins Internet steht und dann sind die irgendwo... Was arbeiten Sie, wenn ich mal frage? Im erzkatholischen Kindergarten. Deswegen, das wäre nicht so... Verstehe, das ist... jetzt nicht so schön. Ich als Polizei oder als Polizistin kann immer nur davon abraten, freizügige Bilder an jemanden zu verschicken. Gerade wenn es nur eine Affäre, eine flüchtige Bekanntschaft ist. Ist ja nicht der Ehemann. Nichtsdestotrotz, die Bilder selbst an den Adressaten können trotzdem darüber hinaus noch viel weiter verbreitet werden, weshalb ich davon immer abrate. Haben Sie da die Möglichkeit, diese Fotos uns auch mal zukommen zu lassen, dass wir da vielleicht...
Ja klar, ich habe die auf auch nochmal einen Ermittlungsansatz haben. Ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt was rausbekommen, aber wäre zumindest noch mal so ein, das wäre ja zumindest was, womit er Ihnen, also was die Nachricht darauf hindeutet, dass er vielleicht ja wirklich was gegen Sie in der Hand hat, was für Sie unangenehm ist, ne? Ja, kann ich Ihnen gerne schicken, habe ich auf dem Handy. Was mir noch einfällt, wenn wir jetzt den Karton auf Fingerabdrücke untersuchen, dann wäre es ganz gut, ich weiß nicht, ob Sie die Kiste auch angefasst haben, um das auszuschließen, wenn wir Fingerabdrücke dort finden, dann wissen wir direkt, das sind Ihre, ob wir da noch von jemand Dritten, Vierten, wie auch immer... Ja klar, kein Problem. Ja, dann würde ich mit Ihnen gerne einmal kurz zur KTU rübergehen. Ja, ja. Dann dürfen Sie mich gerne einmal begleiten. Das geht schnell, komm. Außerdem überprüft Forensikerin Ava Kremin, ob die Spuren auf dem Karton von menschlichem oder tierischem Blut stammen. Unterdessen erreicht der Ex in Begleitung seiner Freundin die Wache. Die Frau Aysche Yildiz, sagt Ihnen das was? Sagt mir so. Haben Sie nie gehört? Nee. Ja. Die sagt, die kennt sie, beziehungsweise wir haben Kenntnis darüber, dass sie da mal so ein paar Bildchen voneinander zumindest. Sie hat Ihnen welche geschickt in der Vergangenheit? Also mir schicken viele Leute Bilder. Ja, nämlich heute zufälligerweise, ich erzähle das kurz, damit wir anfangen können. Sie hat heute ein Paket bekommen, in dem eine erhebliche Menge an Pferdekot aufzufinden war. Entschuldigung, und darüber hinaus, aber das habe ich auch gekriegt. Also, schauen Sie mal. Ja gut, vielleicht schicken Sie sich ja selber eins, damit Sie alle, ja, ich habe das heute schon mal gesehen. Und ich habe auch so eine Droh-SMS bekommen, aber... Was heißt Droh-SMS? Scheiß Aktion von dir und dann ist der Absender irgendwie anonym. Aber ich habe jetzt eigentlich auch keine Zeit. Ich muss zum Mittelalter-Festival und... Wir sind ja jetzt hier wegen, weil ich Sie eingeladen habe und jetzt haben Sie ja selber den Müll schon mitgebracht. Oder wollen Sie das zum Festival mitbringen? Ist ja jetzt keine Straftat, wenn mir jemand da so Äpfel schickt. Ja, doch, kann man schon so auslegen. Das hängt davon ab. Wenn Sie sich da jetzt sehr geekelt fühlen, könnte man da was auslegen. Für mich ist das Kindergarten. Also ich muss quasi gleich schon wieder weg. Also, Ihnen ist es jetzt, also ich erzähle Ihnen gerade, dass Ihre Ex-Liebschaft, jetzt kennen Sie doch die Frau Yildiz. Schon mal gehört. Ich denke, ist jetzt nicht das Thema, weil ich muss jetzt... Doch, für mich ist es das Thema, deswegen sind Sie ja hier. Also, was machen wir jetzt hier gerade? Ich erzähle Ihnen, die hat ein Paket bekommen, da holen Sie ein Paket aus Ihrer Tasche, was Sie zufällig mit sich führen. Und in diesem Paket ist genau derselbe Inhalt wie bei dem... Ja! Guten Tag. Guten Tag. Das Paket. Ja. Da war ja auch Blut dran. Da kann ich auf jeden Fall eine Warnung geben, das ist tierisches Blut, das ist nicht von Menschen. Okay. Also, wie auch immer das da hingekommen ist, aber... Gut, das dann ist jetzt erstmal wird das zum Scherz mit dazugehören. Interessant ist, er hat mir gerade gezeigt, er hat auch so eine Nachricht bekommen auf sein Handy. Mhm. Danke dir erstmal, ja? Alles klar, tschüss. So, einmal bezüglich dieses netten Pakets, was ich bekommen habe. Ja. Fingerabdrücke konnte ich sichern. Sehr gut. Es war aber zum einen eben die von der Vergleichsperson, also wohl von demjenigen, der das Paket auch bekommen hatte. Ja. So wie ihr mir das gesagt hattet. Genau. Ansonsten konnte ich weitere feststellen, aber... also keinerlei Vergleichsperson habe ich ja zur Verfügung und in der Kartei ist niemand drin. Also du hast noch weitere gefunden, aber keinen, der darauf trifft, dass du was. Aber das kann halt auch ne, über den Paketboten, über das kann ja überall zugehören. Okay. Ich hätte aber noch eine Idee. Ich habe gehört, Sie haben auch Fotos bekommen, ist das richtig? Ja. Die sind jetzt auf meinem Handy. Also ich weiß nicht, ob Sie dazu bereit sind, weil ich habe ja auch gehört, die Fotos sind, sage ich mal, sehr privat, aber ich könnte versuchen, mit einer Rückwärtssuche mal zu schauen, ob das irgendwie schon im Internet gelandet ist. Ja, das wäre super. Wenn Ihnen das natürlich recht ist. Ja, dann wäre super. Dankeschön. Und ansonsten könnten wir versuchen mit der, oder beziehungsweise habe ich versucht mit der Sendungsrückverfolgungsnummer. Ja, hast du da was? Ja, da konnte ich rausfinden, dass das Paket ganz in der Nähe von dort aufgegeben wurde, wo es hin sollte. Also praktisch ein Kiosk, praktisch direkt um die Ecke. Vielleicht wissen Sie dann selber, dass da bei Ihnen in der Nähe direkt auch ein Kiosk ist? Ja, das ja, aber... Also wahrscheinlich unmittelbare Nachbarschaft? Unmittelbare Nachbarschaft. Vielleicht wissen Sie ja auch irgendwie jemanden in Ihrer Nachbarschaft, der was gegen Sie haben könnte? Ja. Wäre vielleicht nochmal ein neuer Ermittlungsansatz, um zu sagen, gab es nochmal Nachbarschaftsstreit, aber da kümmere ich mich gleich nochmal. Da können wir gleich nochmal in Ruhe drüber reden. Und ich schaue mir die Bilder an. Das wäre super. Und schaue, was ich rauskriege. Ich danke Dankeschön. Dir. Jo. Forensikerin Ava Kremin kann tatsächlich das Handy orten, von dem aus die Nachrichten an die Kindergärtnerin und ihre Ex-Affäre geschickt wurden.
Der Standort zeigt, der Täter befindet sich in unmittelbarer Nähe. Viel mehr habe ich auch nicht, ja. Ich habe ein bisschen Info. Und zwar konnten wir eine Handyortung durchziehen. Und zwar wurde das Handy... Von Ihrem Handy jetzt? Mit der Nachricht? Genau, das Handy, das Ihnen die Nachricht zugesendet hat, über welches Handy die Nachricht bei Ihnen ankam, wurde geortet. Und jetzt halte ich fest, es ist entweder hier in oder direkt vor oder an der Wache. Wie genau können wir das lokalisieren? Bis 15 Meter aktuell. Ich weiß nicht, ob es noch genauer wird. Das ja. Also auf der Map sah es aus, als wäre es vor der Wache. Ich würde jetzt auch mal rausgehen, gucken. Ich bin mit Ihnen ja eh so weit durch. Dann kommt, dass ich dich wenigstens im Blick habe, nicht, dass da irgendjemand lungert. Dann können Sie gerne sich schon mal in den Flur setzen. Ja. Kommen Sie gerne mit. Nehmen Sie hier Platz. Ja. Ich warte nur kurz auf meinen Kollegen. Kein Mensch dazu? Hat geklingelt. Während ich reingegangen bin, ist ausgegangen. Sag ich mal. Eigentlich ungern, aber jetzt haben sie so eine Hand. Joa, ich hätte jetzt... Kommt mir noch bekannt vor, oder was? Fingerabdrücken gern anders gelöst. Das ist dein Handy. Wer ist denn sein Handy? Ja, das ist mein Handy. Was machst du mit... Du hast mir die SMS geschickt? Also, Moment. Sie haben... Warum? Warum schickst du mir sowas? Wieso bringen Sie... Hey. War ja klar, dass du auch hier bist. Wieso woher kennen Sie sich denn? Was haben Sie denn mit... Wer ist Sie denn? Sie nicht? Ja gut, aber was kennen wir uns? Nein, wir kennen uns nicht. Du, was wollen Sie denn bitte? Ich muss die Scheiße jetzt hier auflösen. Also, wer ist sie? Du Scheiße. Sie hat mich dafür bezahlt. Bezahlt? Sie hat mich bezahlt, dass ich die SMS... Was hat sie denn diese SMS geschickt? Ja. Moment. So, einmal jetzt Ruhe und für mich zum Verständnis. Sie sagen, die Dame in Pink habe Sie beauftragt. Richtig. Um was zu tun? Diesen Haufen Scheiße da zu verschicken. Genau. Was? Nein, du hast... Sekunde, nein, falscher Ansatz. Die beiden sind neu zusammen und das ist ihr Ex-Freund. Ja. Und das hat ihr nicht gepasst. Ja. Und ich kannte sie vorher nicht und sie hat mich dafür bezahlt, dass ich da so ein bisschen Zwietracht sehe. Und du im Endeffekt habe ich mich allerdings verliebt in sie. Ich habe dann wirklich nichts mehr gemacht. Ich habe mit dem Paket nichts mehr zu tun und ich habe auch das Geld nicht angenommen. Können wir das ganz kurz zusammenfassen? Sie haben ihn beauftragt und Sie haben sich jetzt aber tatsächlich verliebt. Ja. Das erstmal, um das abzudecken. Wie lange sind Sie denn jetzt schon zusammen? Noch nicht lange? Nein, noch nicht lange. Ein paar Wochen erst. Und warum haben Sie ihn beauftragt? Ja. Gut, das erklärt natürlich auch, warum ich keine Antworten mehr bekomme. Diese junge Dame ist die Ex-Affäre von meinem Schatz. Okay. Und ich wollte einfach mal, dass sie genau das empfindet, was ich auch empfunden habe, als er mich so beschissen hat. Deswegen schicken Sie mir Pferdeäpfel? Ja. Was denn dafür bezahlt? Was? Wie kann man denn... Okay, ich würde die Parteien ganz gerne trennen. Ich auch. Nimmst du die beiden Herrschaften wieder mit? Kommen Sie alle wieder zurück ins Büro, bitte zu mir. Wir gehen da, wo wir hergekommen sind. Okay, wie ist das denn? Einmal bitte in mein Büro. Wir müssen noch mal ganz von vorne anfangen mit Ihnen. Sie dürfen einmal da durch. Die betrogene Partnerin von dem Herrn, ja, wollte sich tatsächlich rächen. Ja, Rache ist natürlich für viele recht attraktiv, weil man denkt, man kann demjenigen was zurückzahlen. Der kann dieselben Schmerzen erleiden wie man selbst. Die Dame hat hier natürlich zu einer Mitte gegriffen, was deutlich überspitzt war, Straftatbestände erfüllt und ganz viele Menschen mit reingezogen. Die Freundin bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung und falscher Verdächtigung. Der Lebensgefährte der Kindergärtnerin wird nicht belangt.